Zwei Runen, die westlich platziert sind, sind in diese. Zwei, die nördlich platziert sind, rot. Okay. Gut, aber wo ist denn dieses Rätsel hier? Muss einmal wissen, wo dieses Rätsel sein soll. Oder ist das hier das in den Dingens hier? Lässt sich nur mit Magie aktivieren. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Haben wir hier dann auch Huhn? Nee. Und ich habe da auch schon die nächste Statue gesehen, die hier so einen Spiegel hält. Was es mit der auf sich hat, keine Ahnung. Wir verschieben die erstmal. Ne? Das Übliche. Kennt man ja schon. Einmal so. Und dann nach, wenn ich hier richtig stehe, auch nochmal in diese Richtung. Na, hast du es jetzt weit genug geschossen? Oh, sieht gut aus. Oh, sieht gut aus. So. Da müssen wir auch mal gucken. Von wo bekommen wir dann jetzt hier vernünftigen Sonnenstrahl, den wir da hinleiten können? Hier ist keine Quelle, kein Lichtstrahl, kein nix. Aber da geht es lang. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ah ne, es sieht nur so aus, als ob es da lang gehen würde. Okay. Ein Verarschegang. Und wenn ich den jetzt hier drehe, dann passiert erstmal nichts, weil ich hier keinen Sonnenstrahl habe. Aber, na, machst du wohl? Genau. Nein, das war zu weit, oder? Ja, doch, das kann man erstmal so stehen lassen. Erstmal ist das so okay. Das ist ja auch nichts weiter. Nee. Hätte sein können, dass da noch ein Weihwasser drin ist oder sowas. Aber dann halt nicht. Gut. Also. Was sagte die Schriftrolle? Wo haben wir denn jetzt die Schriftrollen hier platziert? Nee, das will ich gar nicht wissen. Eine weitere Gruppe von Magier-Runen. Fünf Runen, zwei von diesem Blau, zwei, die westlich platziert sind, haben dieselbe Farbe. Aber hier sind ja keine fünf Runen, hier sind nur zwei. Nein, das war falsch. Nein, es war auch falsch. Jeder einfach aktivieren. Einmal. Und nochmal. Ob das jetzt richtig war? Ich weiß ja nicht, ob das hier jetzt nördlich ist. Oder sind hier noch weitere Runen, die ich einfach nur nicht sehe? Das ist halt die Frage, ne? Oder vielleicht dahinter? Ich zerstöre mal ganz kurz alles. Einfach mal, um zu gucken, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Was ich jetzt so nicht sehen kann. Aber es soll anscheinend irgendwo fünf Runen geben. Also noch drei weitere von denen, die ich da gerade aktiviert habe. Die Frage ist halt nur, wo? Und wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Weil da ist nämlich auch wieder eine Leiche drauf. Halt, warte, hier kann ich hoch. Aber ob mir das jetzt großartig was bringt, ist so eine andere Sache, ne? Ich habe einen Lebensstein gefunden. Yay, wenigstens bin ich wieder geheilt. Wenigstens etwas. Hm. Oder ob ich es doch mit der anderen Rune versuchen soll? Ne, macht da nichts. Ne. Kann ich nicht mal austauschen. Hm. Gut, also wir müssen wahrscheinlich erstmal diesen Sonnenstrahl finden. Den Sonnenstrahl, der dafür sorgt, dass wir da
weiterkommen. Was sagt denn diese Tür eigentlich hier? Die haben wir, glaube ich, noch nicht weiter untersucht, ne? Können wir auch nichts machen, okay. Was haben wir denn hier? Wir haben hier nur ein Fenster. Mit den Kristallen, den können wir auch nichts machen, dass da irgendwie das Licht gebrochen wird oder sowas. Nicht so einfach. Ne, da kann ich es wahrscheinlich auch nicht weiterschieben. Ich versuch's mal, aber ich sehe da keine Schiene oder ähnliches. Ne, nichts zu machen. Oder ist hier vielleicht noch ein Fenster? Aha. Das erklärt einiges, aber nicht alles. Und das bedeutet, die Statue steht eventuell an der falschen Stelle. Nein, die steht nicht an der falschen Stelle. Das geht ja sonst gar nicht. Guck mal. Guck mal einer, guck. Gut. Haben wir das zumindest schon mal. Jetzt hier nochmal ein bisschen drehen. Drehen, 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 drehen. Auf den Punkt. Danke. So, ja, Sequenz ist schön, aber ich wollte jetzt einfach durch. Auch gut, dass der Sonnenstrahl mir nichts tut. Ist immer gut. Ich immer das Licht auf meine Seite. So, dann haben wir die nächste Rune. So, und jetzt ist hier so die Sache mit dem Rätsel. Wir haben hier, diese war das, ne? Magierruhen. Gibt insgesamt 5 Runen, 2 von ihnen sind blau. Die 2 Runen, die westlich platziert sind, haben dieselbe Farbe. 2, die nördlich platziert sind, sind beide rot. Und was ist mit der 5.? Okay, nicht hier. Ja, auch nicht. Das geht, okay. Das heißt, die müssen dann eigentlich blau sein. Inwieweit das Westen ist und das andere nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, es war auch verkehrt. Das heißt eigentlich, die beiden hier müssten... Aber welche 2, die im Norden sind? Okay, jetzt sind alle Runen wieder zurückgedingst. Also nochmal, diese blaue vielleicht? Nein, das geht nicht. Kann ich denn hier hinten die eine blau machen? Mach so. Nein. Geht nicht. Kann ich diese blau machen? Auch nicht. Ich kann die blau machen. Ich kann die nicht blau machen. Kann die auch nicht blau machen. Doch, die kann ich. Das heißt, ich kann diese rot machen und die anderen rot. Und was anderes geht nicht. Weil es nicht geht. Verstehe einer, wer will. Also so ganz habe ich das Rätsel jetzt nicht verstanden, aber ich habe es gelöst. Das ist die Hauptsache. Nicht wahr? Da oben an die Schatztruhe komme ich wahrscheinlich auch gar nicht ran. Ich gucke nochmal, aber ich glaube nicht. Na los, mach hin. Oh oh. Es wird Nacht, ne? Oh shit. Das war's mit dem Sonnenlicht.
Wir sind des Todes. Besonders mit so wenig Leben. Au. Geh weg hier. Kommen sie wieder aus ihren Löchern gekrochen hier, die ollen Wesen der Nacht. Au, au, au. Würdest du bitte sterben? Vielleicht? Eventuell? Unter gewissen Umständen? Nein? Okay, dann halt nicht. Geh weg. Geh einfach weg. Na, oh, wie viele kommen denn da? Ist doch nicht wahr hier. Ist hier Blutschlussverkauf oder was? So, der ist hinüber. Aber sowas von. Wir haben so viele Erfahrungspunkte schon wieder gesammelt, wir können die schon wieder irgendwo für Talent ausgeben. Ist ja hervorragend. Und schon wieder sage ich hervorragend. Es ärgert mich. So, jetzt auf ihn hier. Nein, okay, dann nicht. Dann werde ich einfach nur durchschnetzeln und fertig ist. Lass mal den Mist hier, ist nicht gut. So, nein, da wurde ich wieder getroffen und ich sehe mich nicht. Ich sehe mich nicht, danke. So, jetzt auf dich hier. Drauf da. Seele haben. Oder Energie, was auch immer. Keine Ahnung. Kamera macht nicht, was ich will. Ich bin begeistert. Wir gehen hier vielleicht einfach durch die Tür, oder? Was haltet ihr davon? Hello. Have you come to play? The board is ready for you. Do you like it? I'm looking for... Don't you want to play? I am here for the Dark Lord. I'll tell you where she is, if you play my game. She? Mother doesn't like visitors. But I'll show you where she is, if you play. I don't have time for your games. I must find her now. Then I won't help you. Fine. You won't ever find her. Only I know the secret way. I'll let you make the first move. Na super, also Schachspielen, ja? Vampir-Kriegsspiel. Belohnung für Lösung des Rätsels. Ja, okay. Jetzt habe ich nochmal eine Auflösung, was gegen was effektiv ist oder was wie viel Lebenspunkte hat. Okay. Dies ist ein Brettspiel, das Schach ähnelt für zwei Spieler. Das Ziel des Spiels ist es, alle Figuren des Gegners zu eliminieren. In jeder Runde legen die Spieler mithilfe eines Drehrades fest, welche Figuren bewegt werden können. Wenn sie zwei Figuren verlieren, dürfen sie das Rad ein zweites Mal drehen. Verlieren sie noch zwei, dürfen sie ein drittes Mal drehen. Alle Figuren können sich während einer Runde auf ein leeres Feld bewegen oder eine benachbarte gegnerische Figur angreifen. Abgesehen von verschiedenen Werten verfügen alle Figuren auch über eine besondere Kraft. Lykantropen können sich zwei Felder weit bewegen anstelle von einem. Vampire können einer benachbarten Figur das Leben aussaugen, sodass sie zwar weniger Schaden anrichten, sich dafür aber selbst heilen können. Nekromanten können Zombies herbeirufen und aus einer Entfernung von zwei Feldern angreifen, wobei sie die Rüstungswerte ignorieren. Puh, okay. Also ich kann das Kriegsspiel auch überspringen, interessant. Aber das will ich gar nicht, ich will das Kriegsspiel spielen. Gucken wir hier gerade nochmal rechts da die ganzen Dinger an. Heilykantrop ist relativ schnell, hat aber keine Rüstung. Die Vampire haben hohe Rüstung und sind auch relativ stark. Die Untoten, ja, okay, okay, okay. Gut. Guck ich mal, ob ich das kann.